So, na dann gehen wir mal zur nächsten Quest. Und gucken mal. So, müssen wir denn hier hoch? Da. Das sieht gut aus. So. Oder auch nicht. Ach da, guck mal. Ach komm, ich will keine Treppen steigen. Huch, was war das? Oh, ich muss, warte mal. Das ist ja blöd. Wenn der Controller an ist, dann vibriert der. Auch wenn ich nicht mit dem Controller spiele. Und deswegen tanzte er gerade über den Tisch, weil ich da hochgesprungen bin. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, wir müssen hier rein. So, Jughänder. Lass mal umgucken. Muss mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, gemütlich auf jeden Fall. Wozu braucht man eigentlich immer so viele Stühle und Sessel? Das ist bei ganz vielen Games so, dass es da 1 Million Sofas, Stühle, Sessel. So viel braucht doch kein Mensch. Who is it? Do you have business with me? Ja. You're a cheeky one. Who do you think I am? I'm Jughänder. Are you here for a duel? I'll give you anything if you vanquish me. Aha. What? Sophia? So that's why you needed the Slayer's Pledge. If only she'd come on as a staff officer when I suggested it, this never would have happened. Her talents are too precious to let go to waste under that staid Da Vinci. If it was strong enough to vanquish Sophia, this vampire must be powerful. Even with your Guardian's Pledge, you're gambling with your life. Will you still do it? Na klar. I like your boldness. Good. I'll give you the Guardian's Pledge of Ezekiel, the legendary vampire slayer. Once you activate the Guardian's Pledge, its guardian will inhabit your body. But that alone is not enough. Mm-hmm. The memories of a guardian are called pledge loops. The more pledge loops you can find, the stronger the guardian will become. You'll need to find those first before you face this monster. Na denn. Ezekiel's pledge was found in the Temple of Silveth. You should go there first. Maybe the Guardian will show you around. Now, hurry! End that creature's life! Somebody. Sealed door. Temple of Silveth. Ich habe noch was zu erledigen. Ich bleibe, ich gehe. Habe ich noch was zu erledigen? Nö, eigentlich nicht, oder? Ist hier hinter noch was? Nö. Aber ich glaube, da können wir doch noch gar nicht hin, wo wir hin sollen, oder? Also, können schon. Ah. The leader of Stone Guard's resistance forces was a cheerful man, who felt somehow beast-like. Once you had explained the whole story, Jake lent you the Guardian's pledge of legendary vampire slayer Ezekiel. But he advised you to find the pledge loop containing Ezekiel's memories in the Temple of Silveth to strengthen the Guardian first. Astralsicht. Okay. Wie, Astralsicht habe ich auch nie gehabt. This way. Ja, ja, steht ja drin, aber da kann ich wahrscheinlich eh nicht rein, oder? Astralsicht? Wie mache ich denn eine Astralsicht? Nach hier? Selbst? Meine Astralsicht? Okay, also R. Ah, okay. Aber wenn ich R drücke, habe ich sie. Okay. Ich glaube, ich kann da nur. Es ist sowas wie eine Ini, weil da komme ich gar nicht rein.
Wo muss ich denn jetzt hier hin? Das sieht auch cool aus hier, oder? Bin ich denn hier richtig? Warte mal, da war doch auch... Hä? Warte mal. Eins nach dem anderen. So, 70... Okay, das ist die Tür hier, oder? This way. Ja, ja. Ach, da oben F, okay. Das Beschützergelöbnis, das du von Jack Hender erhalten hast, schwingt. Oh, dunkel. Aha. Friedenszone. Friedenszone ist gut. Das Erinnerungsfragment. Wow. So gut ist. Es gibt einen Steinaltar, der wie eine Barrierevorrichtung aussieht. Berühre es mit dem Beschützergelöbnis in deiner Hand. Haben wir. Und jetzt? Ups. Na, hier kommt er bestimmt gleich. Ja, genau. Super. Die Frau starrt mich an. Ich zeige hier mal das Wächtergelöbnis. Die Hand in Richtung meiner Augen aus, okay. Der Erinnerung. Da oben war jetzt eben... Okay. Nee, warte mal. How did this happen? Hä? Wo muss ich denn jetzt? Wo muss ich da hoch? Ist ja echt gruselig hier drin. Ah. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht. Warte. Das geht nicht. Okay, wir müssen, das geht hier so ein bisschen nach Zeit scheinbar. Also ich muss noch wissen. How did this happen? Wie wir da hinkommen? Oh, Scala. Na. Sag mal. Achso, ich muss jetzt warten, bis der andere Zauber vorbei ist, alles klar. So, nu? Kann ich aus dem Druck F drücken? Nee, warten da oben an das Ding. Wie komme ich denn da ran?
Warte mal, das muss ich mir nochmal. Ich muss mir das wahrscheinlich erstmal angucken, bevor ich irgendwas mache. Ich lasse es aber so, dass ich die Haken jetzt nicht, wa? Na, das ist natürlich blöd. So, warte mal, von da. Wie komme ich denn? Achso, zu fliegen wahrscheinlich schon, oder? Mal gucken wir mal, ob das geht. Probieren wir mal. Leonardus, he did it. Oh, Scala. Oder ist da auch ein... Das sieht man nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Achso. Der Stein ist weg, deswegen habe ich gedacht. Ach nee, der kommt ja erst, wenn wir drücken. Okay, erst mal. How did this happen? Untersuche den schwebenden Gedanken, der will ich ja gern. Leonardus, he did it. Oh, Scala. Muss noch mal schauen, da ist ein F, aber da drüben nicht, oder? Doch, da ist doch auch irgendwas. Wahrscheinlich muss ich da gar nicht hin, kann das sein? Dass das bloß ein Fake ist. Wenn ich jetzt hier runtergehe, das F da drüben drücke. Achso, ist schon. Hä? Wo ist das? Was ist denn los? Weil da ist doch. Ja, es ist. Ich bin nämlich durchgekommen, das ist ja blöd. So, nochmal. Ich glaube, ich muss da gar nicht auf das Ding raufspringen, sondern ich muss da gleich auf die andere Seite. How did this happen? Tja. Leonardus, he did it! Oh, Scala! So, jetzt hier. Boah, jetzt bleibe ich hier an den blöden Dorfbewohnern hängen. Hör doch auf. Und hier komme ich da nicht ran, wa? Muss ich wahrscheinlich darauf oder komme ich hier hin? Ach Gott, das muss ich ja am späten Abend auch noch Rätsel lösen. Mein Gott, das stand nicht im Drehbuch. How did this happen? Aber wie soll ich denn... Warte mal. Leonardus, he did it! Oh, Scala! Ich doch darüber. Ich komm da nicht, also ich komm nicht da an dieses F ran. Also irgendwas übersehe ich hier. Warte mal, ich mach das mal von hier aus. Das nochmal. Ja auch nicht hoch.
So, und von da komme ich ja da gar nicht rüber. Was übersehe ich hier? Achso, bin weggelaufen. So, ich bin der festen Überzeugung, dass da oben so ein F ist, wo man sich hochhangeln kann, aber da komme ich ja gar nicht hin. Komm ich nicht hoch? Kein Schimmer, oder? How did this happen? Warte mal, ist auf der anderen Seite irgendwas, was ich übersehe? Nee. Ich kann auch nur mal immer nur einen Stein aktivieren. Und hier steht ja auch, ich soll den aktivieren, also es muss ja... Der muss auf jeden Fall aktiviert werden. War ich mir zu früh los? Guck mal, der Geist kann ihm irgendwas erzählen. Nicht dein Ernst. Und du? Verstehe ich nicht. Nochmal. Und zeigt auf einen anderen Weg. Achso, ich muss da rüber wahrscheinlich. Achso. Ah, alles klar. Ja, ja, ist gut. Ich habe schon verstanden. Achso, was Doofes. Hätte ich auch drauf kommen können. Na gut, manchmal ist man ein bisschen vernagelt. Ich wollte es einfach nochmal drücken. So, jetzt sollten wir ja da rüberkommen, ne? Na komm. Da ist er doch. So. Ich bin schon auf Level 25. Was hab ich denn gemacht? Ich bin bloß hier rumgelaufen. Wo ist das Wasser? Da ist Wasser aufgegangen. Cool aus hier. Eternally free of pain. Das ist ja nett. So. Energiegeladenes Schwert, okay. Betritt die Hadeshalle. Ich spanne gerade meine Kamera.
So, das haben wir dann. Es gab natürlich an, was mit Ezekiel passiert ist. Gana dreht sich zurück und zeigt auf das Schild. Okay. Vampir. Leonardas Geist. What a nuisance. It seems they will dog me to the end. I better get out of here soon. So. Ist das wieder die erste Halle? Nee. Energiegeladener Dolch. Das sieht man schon eher. Oh. What was his name again? Ezekiel? I dispatched that fool a long time ago. But your plan to beat me was a useless guardian's pledge. This time, I'll finish you! Forget it. Time to die now. We're gonna get this. Who's that in? This is the ultimate of the pledge loop. Is it true? My power is coming back. Quickly, the pledge loop. I feel my strength returning. Eine ganz gute Verteilung zu haben, ne? Na komm, der ist doch weg. You acquired the pledge loop and learned about Ezekiel's past. Leonardus killed Scala, Ezekiel's teacher and lover. And Ezekiel became a legendary vampire slayer, out to have his revenge. As Jake said, you could tell that the Warden was becoming more powerful as you traced his life story. Dies ist der Helm von Ezekiel, dem Vampirjäger. Dank seiner Macht kannst du den Vampir Leonardus besiegen. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Ach.
While being bitten by a vampire, Ezekiel was saved by Skarla, the monster hunter. Despite now becoming a half-vampire, Skarla trained him to become a vampire hunter. Skarla would later be killed by Baron Leonidas, a powerful vampire lord. Ezekiel vowed to avenge her. Over the course of decades, Ezekiel became a legendary vampire slayer. He found Leonidas and began a fight to the death. But Leonidas was too strong. At death's door, Ezekiel used the last of his strength to draw a magic circle with blood and placed a guardian's pledge in its center. With his soul now infused in the pledge, Ezekiel became a guardian, protecting others from vampires. Naja, so ich kann jetzt einen Wächter beschwören, okay. Achso, ich muss hier raus. Verlasse die Eileshalle, ja, okay. Machen wir. Na, wo ist das F? Sag mal. Hallo? Jetzt. Ezekiel lost the battle with Leonidas, vowed an oath to get revenge, and became a guardian. With the power of the guardian's pledge, Ezekiel encountered Leonidas again and finally repaid him for what happened to Skarla. Uh-huh. Was habe ich hier? Glückwunschpaket zum Abschluss von Kapitel 5. Wie kauf? Achso, für 0. Was kriege ich dafür? Fähigkeiten Umwandlungsbuch, okay. Ja, nehmen wir. Wir nehmen alles mit, was hier umsonst ist. So. Gut. Dann sind die nächsten Quests etwas weiter weg, wa? Achso, wir müssen wieder nach Vienta zurück, okay. Hier sind keine Quests mehr weiter. Okay. Ah. War bloß so ein kleiner Ausflug. Na gut, dann kehren wir erstmal hin zurück, oder? Boah, das ist voll hier. So. Da hinten ist was. Kicken wir mal. So. Rutain. Ah, you're back. What happened? Ja. That's really fortunate. It would have been terrible if Vienta Village or Sophia had been attacked. Thankfully, her condition's very much improved. I owe a great debt to you and to Jake. Let me know if you ever need my help. Are you going to return the Guardian's pledge to Jake? Please. Convey to him our gratitude. Gut, wir sind ja Level 25, das heißt Halbzeit. Vielleicht sollte man sich so langsam mal Gedanken machen, ob man nicht doch nochmal die ein oder andere Waffe. Ach, Sophia ist wieder da? Okay. You're safe. I heard the story from Rutain. Thank you so much. I feel much better, thanks to you. I'll be sure to repay the favor sometime. Mal gucken.